Inzwischen sind bestimmt alle Satelliten abgesperrt. Kein Worldwide Spider-Man mehr. Hey, Wei. Da bist du ja. Du bist recht cool. Tabernak, das wird verrückt. Ich bin bereit für mehr. Die Ficker haben wir erwischt. Hostit Kav. Okay, zurück auf normal. Eins musst du über die Highwaymen wissen. Wenn sie verjagt wurden, kommen sie immer stärker wieder zurück. Ich hab's gesehen. Also, wenn du einen Ort nochmal ausrauben willst, können wir das machen. Aber sie werden alles tun, um es uns schwerer zu machen. Oder wir gehen zu einem neuen Ort. Check das. Die Highwaymen kontrollieren die einzige Brücke, die im Südwesten noch über die Canyons führt. Sie warten darauf, dass Leute die Brücke überqueren und dann BAM! Es gibt einen Hinterhalt und sie nehmen ihnen alles ab. In Quebec nennen wir das Verfuhre. Richtige Kotzbrocken-Scheiße. Also, willst du den Plan hören? Es gibt keinen verschissenen Plan, okay? Wir nehmen sie aus, wie sie andere ausnehmen und das war's. Merci, bonsoir, Hostie. Also, sag an. Zurück zu dem Kriegsschiff? Oder sollen du, ich und La Grosse Patate zu Navajo Bridge? Laquelle tu veux? Ist ja schön, dass wir einen Radiosender haben. Aber würde es jemanden umbringen, mal ein bisschen aufzulegen? Sollen sie doch die Höhlenmenschen Pfeil und Bogen benutzen? Nein, war!
bessere Sichtlinie. Thank you.
Donners Hammer ist? Guck mir ins Gesicht und sag das nochmal. Ich wette, da sieht es aus wie in so einem gruseligen olympischen Dorf. Durchschlagende Munition hast, ist jetzt der Moment, sie einzusetzen. Thank you.
hast dich von dem Angriff auf Prosperity wohl nicht unterkriegen lassen. Hey, man. Um mich loszuwerden, müsste schon ein bisschen mehr sein. Man abkochen, bevor man es trinkt. Ich glaube, meine Stromkabel kriege ich nie richtig verlegt. Dieser Rush ist ein netter junger Mann. Bisschen steif, aber meine Güte, das wäre ich nach all dem wohl auch. Vorbei. Die Sonne kommt schon wieder. Oh!
zweites Kind. Ich würde mich diesen maskierten Freaks anschließen, aber die sind einfach zu grausam. Der Sicht auf die Dinge ist eine andere, Sophie, steht fest. Gezogene Kinder!
Überblick. Hast du vielleicht einen Lufterfrischer gefunden? Meine Güte! Kabel so dick wie Texas, das sehe ich gleich. Schätze, wir haben da ein paar Zwillinge gemeinsam, oder? Die haben sich mit mir zusammengetan, weißt du? Ich bin quasi ihre rechte Hand, sozusagen. Wir haben da so ein Ding am Laufen, weißt du? Wir schulden uns immer wieder gegenseitig was. Es ist ein Geben und Nehmen. Die Sache ist die, dieses Mal schulde ich ihnen was. Oh, oh, und ich bin in einer finanziellen Notlage. Ich brauche nur ein sicheres Ding und zack, hey, Problem gelöst. Hier die Kurzfassung. In dieser Arena gibt es ein paar Kämpfer und ich brauche jemanden, der die locker in die Tasche steckt. Aber zuerst muss ich wissen, was du drauf hast, dass du ordentlich austeilen kannst, verstehst du? Also, hau auf die Maschine, um deine Kräfte zu messen. Ich habe sie schon mal kaputt gekriegt. Mal gucken, ob du wenigstens halb so stark bist. Alter Schwede, diese Halunken halten sich ja jetzt für ganz schön groß. Hab was gehört? Scheiße, ja, was für ein Hammer! Mit dir sollte ich mich nicht anlegen, was?
Die Muskelkraft wirst du noch brauchen. Leg die Waffen weg. Da, wo wir hingehen, kannst du sie nicht benutzen. Und folge mir. Komm schon, es ist nicht weit. Ich war Selbstmarketer und ich war gar nicht so schlecht. Ich hatte eine kleine Siegeserie und habe 17 Kerle nacheinander ausgenockt. 17 nacheinander! Ich musste aufhören. Ich war zu tödlich. Den letzten habe ich so hart geboxt, der hat sein Gehirn rausgefurzt. Ernsthaft, Mann! Gehirn raus! Also, da habe ich einen Gang runtergeschaltet. Ich habe nur gedacht, ich habe eine Gabe, aber ich kann sie nicht kontrollieren. Okay, da wären wir. Geh da rein. Meine Partnerin wird dich vorbereiten. Sei höflich. Guck ihr nicht in die Augen. Wenn du fertig bist, mach ich dir die Tür auf und treffe dich beim Waffenversteck. Schnapp sie dir, Toga. Tiger. Ich bin wegen dir hier. Ich weiß, wie der Hase hier läuft. Irwin schickt dich, Komm mit. Die erste Regel der Kampfprobe ist, du musst allen Bescheid sagen. Lass es alle sehen. Ich liebe das Geräusch, wenn die Zähne splittern. Ich gehe immer direkt auf die Fresse. Damit rechnen die nicht. Ich hab gegriffen und gelassen solche Haare. Die Ratte ist schmächtig. Ach, du brauchst noch einen Kampfnamen, bevor du da reingehst. Damit wir gegen dich setzen können. Das ist Lollipop. Eindeutig Lollipop. Ich meine, guck dir mal diese Fresse an. Okay, du zwei. Also Lollipop. Komm in den Ring, Lollipop. Hier kommt Little Fuckers neuestes Menschenopfer. Lollipop. Come on!
Scheiße im Essen zu finden. Das ist klar. Aber was wird die nächste Runde wohl bringen? Dann mal rauslassen. Komm dann auch zu mir.
Was für eine Scheiße, das kann doch nicht sein. Hey, Zack! Du hältst dich für schlau, hm? Du meinst, du gehst ab wie Dünnschiss? Denn genau so bist du abgegangen. Unaufhaltsam. Ich glaube, mit dir könnte ich zusammenscheißen. Zusammenarbeiten. Was wir zusammen alles reißen könnten. Große Dinge. Ganz groß. Ich habe zwar noch keine Ahnung, was genau, aber mir fällt schon was ein. Verlass dich drauf. Ich habe die besten Ideen. Irgendwann. Ich muss mal meine Denkermütze aufsetzen und brauche ein bisschen Freiraum, um mir was einfallen zu lassen. Mach dich mal rar, ich kann nicht denken, wenn du mir über die Schulter atmest. Ich melde mich. Thank you.
großer Schwein will entkommen? Das wollten wir doch braten für die Party nach dem Derby. Ich will doch nicht schwach dastehen, wenn die Highwaymen alle kommen. Schon mal schlimmer. Thank you.
Dass ich mich an dich gehalten habe, Herzchen. Du bist hier draußen eine Riesenhilfe. Thank you.
vielen Jahren hörte ich Gottes Stimme. Er offenbarte mir den schwierigen Pfad, der vor mir lag. Ich folgte diesem Pfad und fand ein Ende. Und einen Anfang. Bewahre dir ein offenes Herz. Setze die Vergangenheit zusammen. Dann enthüllst du die Wahrheit. Und du wirst in unserem New Eden willkommen geheißen. Sich Vergangenheit und Gegenwart in den Kreislauf der Zeit einfügen. Thank you.
Nation driftete immer weiter ins Chaos, bis nur noch wir übrig waren. Thank you.
Unser altes Leben führte zum Untergang. Es geht nur voran, wenn wir ohne Sünde leben. Haben gegen uns gekämpft. Sie wollten unsere Familie zerstören. Sie schlugen alles in Stücke. Doch wir hielten stand. Wir sind stark genug, um in der neuen Welt zu leben, die Gott uns gegeben hat. Auf die Zeichen achteten, wurden verschont. Und New Eden erhob sich aus der Asche. Sünde verbrennen, die wieder Wurzeln schlagen.